Mein Name ist Selina Moseleit von der TK Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de. Hi, so, es wird mal wieder Zeit für eine Instagram-Reaktion. Und zwar hat der Steven mich verlinkt auf Instagram unter einem Post der FAZ. Und ja, wenn der Steven das nicht gemacht hätte, wäre mir dieser Beitrag bestimmt durch die Lappen gegangen. Er trug den Titel und trägt den Titel: Zeitarbeit verzeichnet kräftigste Umsatzeinbußen seit der Finanzkrise. Quelle: Marktforschungsgesellschaft Lünendonk. Und dazu möchte ich einmal zu dieser Lünendonk-Studie, die rausgekommen ist, möchte ich ein bisschen mich mit dir unterhalten. Und, was viel interessanter ist, die Reaktionen unter dem Post. Ja, ich gebe dir gleich mal so ein bisschen, geballte Kompetenz, einfach Umarmungen, die dort unter dem Post passiert sind. Und das finde ich wichtig, das möchte ich mit dir teilen. Und freue dich auf jede Menge Gewaltausdrücke. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Gut, dann starten wir mal. Also der Post ist in der FAZ erschienen. Da heißt er: Zeitarbeit mit kräftigsten Umsatzeinbußen seit Finanzkrise. So, und die Auswertung von Lünendonk ist dort als Grundlage gelegt worden für diese Aussage. Und der Thomas Ball, der ja auch bei mir schon im Podcast war von Lünendonk, ist ja der Marktbeobachter und ich glaube auch Geschäftsführer, einer der Geschäftsführer von Lünendonk. Und der hat auch da ein bisschen Rede und Antwort gestanden. Der Artikel erstmal finde ich es jetzt nicht so negativ der Zeitarbeit gegenüber. Die Kommentare aber schon. Ja, und ich gehe gleich mal ein paar mit denen durch. Aber wir kommen erstmal zu dieser Lünendonk-Studie. Also über 16% minus. Das liegt natürlich auch an der gesunkenen Nachfrage in der Automobilindustrie. Vielleicht kannst du dich daran erinnern, schon vor der Corona-Krise habe ich schon eine Podcast-Folge dazu gemacht, dass es der Automobilindustrie schlecht geht und dass natürlich die E-Mobilität immer mehr im Vormarsch ist. Und für einen E-Motor werden unter 100 Teile, ich glaube weit unter 100 Teile montiert, und für einen Dieselmotor werden über 1000 Teile montiert. Da ist auf jeden Fall schon mal eine Veränderung, und nach wie vor bin ich der Meinung, dass die deutschen Automobilhersteller den Trend mit der E-Mobilität verschlafen haben, ganz ehrlich verschlafen haben. Wir haben eine Technologie, die sicherlich gut ist, immer noch ein bisschen schicker gemacht, noch eine Schleife drum, aber ich glaube, das hat uns jetzt ein bisschen eingeholt, das haben andere Automobilhersteller besser gemacht. Ja, woran das liegt oder so, keine Ahnung, ja, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen, auch mit der Abgas-Thematik, die da gewesen ist und so, da hat die Automobilindustrie sich keinen Gefallen getan. So, und da 16% minus, noch stärker als das 2009 in der Finanz- und Wirtschaftskrise damals war. Insgesamt gibt es 16,4% minus bei den 25 größten Personaldienstleistern in Deutschland. Und 19% allein davon sind in der Automobilindustrie zurückgegangen. Verkehr und Logistik ist eine der Branchen, die stark gestiegen ist. Onlinehandel, ja klar, Firmen wie Amazon und Otto, die haben natürlich riesen Zuwächse bekommen. Und natürlich Verkehr, Logistik, auch klar. Paketdienstleister, ne, wenn du jetzt mal bei einer Poststelle vorbeigehst und dann die Retouren anguckst oder die Pakete, die abgeholt werden müssen, das ist ja irre. Bei uns vor Ort, da müssen die anbauen, dass die diese ganzen Pakete irgendwie noch unterkriegen. Und das ist natürlich ein Zeichen, dass es bei den Logistikern generell sehr gut geht. Wer muss es ja auch transportieren?
Und das ist halt nicht nur DPD, Hermes und DHL, sondern natürlich auch zahlreiche andere Logistikunternehmen, die das Ganze natürlich handeln müssen. Ja, auch Lkw-Fahrer, die müssen das Ganze auf die Straße bringen und. Da ist auf jeden Fall der Bedarf gestiegen. Onlinehandel habe ich gerade schon gesagt, Chemie und Pharma, ja klar, auch mit Impfstoff, mit allen Themen, die da rum, mit Schnelltests und. Da wird natürlich auch weiterhin der Bedarf auch noch steigen. Und generell im Gesundheitswesen, auch wenn ich ehrlich bin, der erstmal letztes Jahr 2020 zurückgegangen ist, auch komischerweise, dass der Bedarf zurückgegangen ist, aber es gab ein paar gesetzliche Änderungen, die dafür gesorgt haben. Und jetzt so, ja, ich sag mal, seit im letzten Quartal ist es dann auch wieder sehr gut in der Pflege angezogen. Und das hält auch an mit so kleineren Tiefs, die zwischendurch immer mal reinkommen, die saisonal halt auch bedingt sind. Monatsweise gibt es da mal Monate, die nicht so gut sind. Aber so grundsätzlich ist der Trend da auch steigend. Ja, dann gibt es ja immer dieses Ranking von Lündonk. Jetzt in dem Fall sind 10 Firmen dort aufgelistet worden. Es sind aber 25. Also die Lündonk-Liste kann ich gerne mal verlinken unter dem Post, in den Shownotes. Und ich werde auch mal gucken, dass ich den Artikel von der FAZ auch unten einmal verlinke, dass du dir das nochmal dann auch durchlesen kannst. Ja, aber allein Randstad hat 366 Millionen Umsatz von 2019 auf 2020 verloren. Das ist schon eine Hausnummer. 366 Millionen. Und gut 10.000 Beschäftigte. Ja, die hatten vorher 46.300 Beschäftigte und haben jetzt nur noch 36.000 Beschäftigte. Und das ist schon mal eine Ansage. Das ist fast ein Drittel. Ja, ein Viertel. Ja. Also das ist schon keine starke Zahl, keine schöne Zahl. Und das macht natürlich auch Sorgen. Die anderen Dienstleister haben nicht so stark verloren. Auf dem zweiten Platz ist Adecco, dritter ist Persona Service, vierter Manpower, fünfter IK Hofmann, House of HR in Hamburg, kenne ich gar nicht, habe ich noch nie gehört. Die sind auch neu eingestiegen entweder ganz in die Lündonk-Liste oder zumindest in die Top 10, also hier neu auf 6. 7 Hays, 8 Amadeus Fire, 9 Dekra Arbeit und 10 Horizon. Ja, und die anderen, darunter kommen noch 15. Also da habe ich jetzt nicht die Liste vorliegen. Aber nur, dass ich will dich auch nicht langweilen mit den Statistiken, nur dass du mal so eine Größenordnung hast. Und dann kommen wir so ein bisschen zu dem Ausblick. Also 2021 sind natürlich die Personaldienstleister eher wieder positiv gestimmt, weil 2020 haben wir schon ganz gut in die Punkt bekommen. Das war schon ganz schön hart, weil das auch sehr rapide ging, aber es ging auch wieder rapide wieder nach oben, noch nicht in den gleichen Tempo, aber ich weiß, es gibt Dienstleister, die haben davon profitiert. Aber es gibt auch zahlreiche Dienstleister, die halt viel in der Automobilindustrie waren oder auch im Gastrobereich und die haben richtig, richtig ins Gesicht bekommen. Und da wünsche ich auch viel, viel Erfolg, dass sie neue Wege, neue Ideen haben, dass sie da schnell wieder rauskommen. Und vielleicht meldet sich mal jemand, der in dem Bereich war, wie die sich jetzt aufgestellt haben, was sich da so verändert hat. Würde mich sehr interessieren, was die da für neue Wege bestritten haben. Auf jeden Fall ist die Branche der Meinung, dass dieses Jahr 2021 Maschinenbau und Autoindustrie wieder anziehen werden. Und die anderen werden natürlich weiterhin auch stark bleiben. Vielleicht gibt es eine neue Branche, die sich da ein bisschen hervortut. Aber nach wie vor Onlinehandel, Logistik, das wird nach wie vor weiter durch die Decke gehen. Und das seit September 2020 steigen die Zahlen schon der Beschäftigten in der Zeitarbeit. Laut Bundesagentur für Arbeit jeden Monat. Also bis dahin sind sie dann gefallen und seit September
steigen sie. Das finde ich sehr schön, das ist auch mal was Positives. So muss man das auch sehen, das ist auch so meine Wahrnehmung, dass sich wieder da draußen was tut, wir wieder gebraucht werden. Und Zeitarbeit sich jetzt so ein bisschen wieder als Jobmotor, als Beschäftigungsmotor erweist und erweisen wird. Allerdings sind jetzt auch wieder Wahlen. Die SPD und die Grünen setzen auf weitere Regulierungen. Ja, ich teile nicht alles, was die SPD, was die Grünen machen. Ich teile aber auch ehrlich nicht alles, was die CDU und die FDP macht und die anderen Parteien. Aber jeder muss halt gucken, welche Partei ja die meisten Übereinstimmungen mit einem selber hat und muss dann wählen. Ich bin nach wie vor ganz ehrlich, ich finde, dass in jeder Regierung auch grüne Gedanken reingehören. Allerdings, was die Grünen so fordern, was Zeitarbeit angeht, gefällt mir überhaupt nicht. Und dementsprechend muss ich auch gucken, wie ich meine Kreuze demnächst setze. Ob das dann eher bei der CDU oder bei der FDP ist für den Bereich gerade Zeitarbeit und unsere Branche. Ja, da ist sicherlich, glaube ich, schon sinnvoll, wenn man da sein Kreuzchen setzt. Aber ich will ja nicht politisch werden, weil Politik kann man nur verlieren. Mach dir dein eigenes Bild. Da gibt es ja diese Auswertung, wo man dann sehen kann, was die aktuellen Themen sind der Parteien. Ich weiß gar nicht, müsstest du mir mal schreiben, ich weiß gar nicht, wie das da heißt. Politbarometer oder irgendwie sowas in der Richtung. Und da kann man alles eingeben, dann kommt nachher eine Partei raus, die man wählen kann. Und da bist du, glaube ich, schon ganz gut dann aufgehoben und kannst dann sehen, was deine Partei wäre, ob die auch irgendwie Erfolg hat, die Regierung auch zu stellen, ja, ob die da auch die Chance hat, gewählt zu werden, ob da Dinge dabei sind, die dir gefallen oder nicht, worauf du verzichten kannst, welche Kröte man schlucken kann. Und da wünsche ich dir ein gutes Händchen. Ja, die Sorgen der Branche sind auch nochmal ein bisschen spezifiziert worden. An eins die bestehenden Regulierungen. Ja, wir wissen, maximale Belastungsdauer. Ja, und. Da gibt es ja einige Dinge, die da passiert sind die letzten Jahre. Und die sind auch noch weiter daran, das zu verschärfen. Ja, wir wissen, Verbot in der Pflege, Verbot in der Fleischindustrie, der Zeitarbeit. Ja, so Dinge gehen ja nach wie vor, machen die Runde. Und das macht natürlich der Branche Sorgen, auch verständlich. Aber wir kämpfen auch dafür, dass das nicht passiert oder wieder reguliert wird. Und es ist eigentlich das falsche Zeichen, wenn Zeitarbeit ein Jobmotor ist. Warum reguliert man dann diese Branche? Wir können doch helfen, den Arbeitsmarkt wieder zu beleben, den Arbeitslosen schnell wieder in Beschäftigung zu bringen. Da weiß ich nicht, warum man diese Branche dann noch den Stein in den Weg legt. Entzieht sich meiner Kenntnis, kann ich nicht nachvollziehen. So, das Zweite ist der Personalmangel. Generell, ja, nach wie vor ist es so. Wir haben letztens erst wieder ein Meeting gehabt, wo rauskam und auch in der Mastermind, dass sie alle Personal brauchen. Ja, es ist nicht ein Kundenproblem, sondern viele haben ein Problem, Mitarbeiter, ausreichend Mitarbeiter für ihre bestehenden Anfragen und Kunden zu finden. Das ist doch auch ein schönes Zeichen. Ja, wenn es bei dir nicht läuft, okay, los, Ärmel hochkrempeln, telefonieren, machen, tun. Da draußen ist was los, da draußen geht wieder was. Also gib Gas und hol dir dein Stück des Kuchens. Und je mehr Gas du gibst, umso größer ist dieses Stück. Ja, der Markt wird neu verteilt, habe ich schon in zahlreichen Podcast-Folgen gesagt. Und jetzt geht es darum, hol dir das größte Stück. Aber das geht nur durch Fleiß. Und wenn du sagst, du findest keine Mitarbeiter, dann mal ganz ehrlich, wie viel Zeit wendest du auf, für externe oder auch interne Mitarbeiter zu finden? Wie viel Zeit des Tages, wenn das jetzt dein größtes Problem ist, dann wende doch auch deine größte Zeit dafür auf, dass das sich ändert. Wenn du interne Mitarbeiter brauchst, dann muss die Priorität darauf liegen, für möglichst viele Gespräche, nicht nur ein, zwei in der Woche, sondern versuche, das Maximale rauszuholen. Wenn du 30 Gespräche führst, wirst du eher jemanden dabei haben, der dich unterstützt und der ein A-Mitarbeiter ist, der dich wirklich weiterbringt. Ganz normal. Gesetz der Zahl. Gut, und der dritte,
Die dritte Sorge ist dann die Corona-Krise. Corona generell, die Dinge, die da passieren, es wird ja immer mehr gelockert, die Inzidenzen gehen immer weiter nach unten. Das ist eine schöne Sache. Aber kann sich natürlich auch ja, nach den Sommerferien wieder ändern. Kommen zahlreiche Urlauber zurück aus Ländern, wo das vielleicht ein bisschen anders gehandelt wird. Und ja, das könnte schwierig werden. Aber Überraschung, das kann man planen. Ja, da kann man sich jetzt Gedanken machen, ach, was ist mit den Urlaubern, wie regle ich das, wie testen wir die, damit wir da nicht Gefahr laufen, dass aus dem Ausland von den Urlaubsreisen auf einmal ja, wieder mehr Infizierte zurückkommen. Das kann man regeln. Ja, ist jetzt keine Überraschung. Gut, und so, jetzt kommen wir zum schönen Teil, zu den Kommentaren unter den Posts. 29 an der Zahl. Und schön, hier ist Sweet Life 0000. Schön anonym, geil, irgendwie so ein Kuscheltier im Hintergrund. Ich hoffe, die gehen alle pleite. Hände hoch. 14 Mal like, 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 like. Oh nein, die moderne Sklaverei hat Einbußen. Grummel, Grummel. Na, das meint Grummel, Grummel. Events Music, Zeitarbeit muss abgeschaffen werden. Credo 1989. Von mir aus können die Sklaventreiber alle dicht machen. So, und dann hat hier Marco geschrieben, also meine Mutter hat nach langer Mutterschaft durch die Zeitarbeit wieder den Einstieg zu einer Festanstellung in einem Unternehmen bekommen. Also mal Marco, mal ganz ehrlich, das interessiert doch keinen. Mensch, was Positives über die Zeitarbeit, haben auch 14 geliked, sehr schön. Aber hier, moderne Sklaverei, haben 16 geliked. Aber Marco, jetzt mal ganz ehrlich, hier mit was Positivem kommen. Zeitarbeit ist das Übel, muss ausgemerzt werden. Ja, wenn man das so liest. Sehr, sehr hart. Ich weiß auch nicht, warum dieser Hass der Zeitarbeit gegenüber gebracht wird. Was die Leute so verbittert hat, dass die wirklich Hass und denen nur das Schlechteste wünschen. Weil, weiß ich auch nicht, ob die nicht verstehen, wenn es der Branche schlecht geht, geht es auch Deutschland schlechter, weil die Arbeitslosenzahlen dann steigen. Ja, weil wenn 10.000 weniger bei Randstad sind, heißt es auch 10.000 weniger bekommen eventuell Arbeitslosengeld oder Hartz IV. Das belastet auch die Steuerkassen und bringt kein Geld ein. Ja, also da wird zumindest, und die 10.000 haben wieder Spaß am Leben, machen wieder was, gehen der Beschäftigung nach. Die sind doch nicht alle unzufrieden. Hört doch bitte damit auf, immer zu erzählen, wenn der Zeitarbeit ist, ist unzufrieden. Intern wie extern. Das ist Blödsinn. Nach wie vor in Deutschland wird keiner gezwungen, in der Zeitarbeit zu arbeiten. Das bin ich, das gibt's nicht. Blödsinn, wirklich. Ich riech mich wieder auf. Ich muss mal einen Schluck Wasser nehmen. So viel Zeit muss sein. Nee, also wirklich nicht. Nein, glaube ich nicht. Ist nicht meine Erfahrung. Aber diese ganzen Leute, die hier posten, hier ist Sklaverei und geht weiter. Hier Asile, das gehört sowieso abgeschafft. Hat sie gleich doppelt mal gepostet. Henny, oh nein, was kommt als nächstes? Verlangen Sie die gleichen Rechte wie Tarifmitarbeiter? Wie sollen Milliardenkonzerne so nur weiterhin Millionen Boni an den Vorstand zahlen? Boah, was habt ihr für ein Mindset, ey. Genauso wie alle Politiker sind korrupt. Polizisten sind nie da, wenn man sie braucht. Also Dinge, nee. Also die Kommentare sagen mehr über die Personen aus, als über die Branche selber. Und ich wette mit dir, dass die wenigsten davon, die hier negativ kommentieren, selbst in der Zeitarbeit gearbeitet haben. Glaube ich wirklich die wenigsten. Gut, die haben ihre Meinung auch irgendwo her. Ja, alles gut. Die Medien berichten ja auch oft darüber. Dann gibt es genügend Artikel in Zeitungen, im Fernsehen, genügend Serien und Talkshows,
wo das natürlich noch geschürt wird, aber kritisch hinterfragt wird das nicht. Ja, ist das überhaupt richtig, was Sie da sagen? Stimmt das denn? Kann man das überhaupt anhand der Daten und Fakten überhaupt belegen? Dann hat hier Frank. Wer es ehrlich meint, stellt sein Personal fest ein und zahlt gerecht. Das auch immer. Generell wird gesagt, Zeitarbeit zahlt immer schlecht. Also ich weiß, dass mit den Branchenzuschlägen die Mitarbeiter teilweise 16, 17 Euro nachher verdienen. Ungelernt. Hallo, wir reden über einen Großteil in der Zeitarbeit, der ungelernt ist, die keine Ausbildung haben, die ihre Ausbildung abgebrochen haben, die auch Migrationshintergrund haben, die teilweise die Sprache nicht sprechen und. Also Dinge, die Integration wieder erschweren. Und bei denen reden wir, dass die mindestens 10,45 Euro verdienen, weil das ist EG1, das ist der Mindestlohn, der in der Zeitarbeit gezahlt wird. Aber keiner richtet sich darüber auf, hier 9,50 Euro, 9,75 Euro ist Mindestlohn in Deutschland. Die Zeitarbeit zahlt schon viel mehr, aber ist immer noch nicht ausreichend. Ja, wir können aber nicht direkt auf 15 Euro springen, das geht nicht. Ja, du kannst doch nicht so eine Preiserhöhung machen. Ihr beschwert euch, wenn die Steuern steigen, mal ein paar Prozent und die Zeitarbeit soll mal eben. Und jedes Jahr wird locker um 1,5 bis 2,5%, teilweise sogar 3,5% der Lohn angehoben. Die Untergrenze des Lohns. Automatisch. Wie viele kennst du von deinen Mitarbeitern, die automatisch intern ihren Lohn jedes Jahr erhöht haben? Für uns zählt kein Tarifvertrag. Das wird nicht regelmäßig erhöht. Das sind immer Verhandlungen. Aber die haben einen Tarifvertrag und da wird es regelmäßig erhöht. Ist auch gut, steht denen auch zu. Ist doch alles gut, es wird angeglichen, alles super. Ich habe da kein Problem mit. Aber nur mal, ich kenne ganz, ganz viele, die haben das nicht. Frag mal jemanden, der im Friseurhandwerk arbeitet, ob jedes Jahr automatisch sein Gehalt erhöht wird. Oder im Einzelhandel. Wüsste ich nicht. Nee, wüsste ich nicht. So, was hat er noch geschrieben? Die Daseinsberechtigung einer Leiharbeiter für einen kurzzeitigen Ausgleich saisonaler Schwankungen wird doch kaum noch genutzt. Ja, du hast Ahnung, Frank. Endlich, Frank, ich bin froh. Bin wirklich froh, dass du das mal so zur Sprache bringst. Tatsächlich geht es immer nur darum, Kosten zu drücken über fremde Mitarbeiter. Und dann so ein Hass-Smiley, so ein rotes Smiley, fremde Mitarbeiter. Ja, Frank, ich wünsche dir mal, dass du ein eigenes Unternehmen hast und dann kriegst du einen großen Auftrag und du musst, keine Ahnung, 1000 Teile extra fertigen und dann, ja, dann stellst du einfach mal ein. Ja, und danach setzt du die halt wieder frei. Warum nicht? Dann machst du ja anders. Ja, wie wird das denn das Unternehmen machen? Das würde ja genauso, wenn der Auftrag zu Ende ist, die Mitarbeiter wieder kündigen. Das wollen die aber nicht. Ja, weil die haben nur die Aufträge, die bei denen in der Firma sind. Und Zeitarbeitsfirmen haben die Aufträge auch noch woanders. Das heißt nicht, wenn jeder Auftrag zu Ende ist, dass der Mitarbeiter automatisch gekündigt wird. Das kann der Fall sein. Aber es ist auch unsere Aufgabe, einen anderen Auftrag zu suchen. Also ist es doch nicht zwangsläufig so wie in anderen Firmen. Wir haben nichts mehr zu tun, wir setzen frei. Nee, wir gucken noch nach Alternativen und stellen die dann wieder ein und reagieren sehr schnell und geben den Leuten auch eine Chance. Ja, zahlreiche Betriebe würden nie im Leben die Mitarbeiter einstellen, die wir einstellen. Wir suchen teilweise die Einäugigen unter den Blinden. Ja, also noch die irgendwie noch arbeiten wollen, arbeitswillig sind und beknien die und reden auf die ein, dass sie die Einsätze machen, dass die arbeiten und finden da den passenden Auftrag. Ja, wir machen auch Fehler, ja, ich weiß es. Wir machen auch nicht alles richtig. Aber dass wir grundsätzlich alles falsch machen, das lasse ich auch nicht stehen. Das ist nicht richtig. Die Automobilindustrie macht doch Rekordgewinne. Rocky. Aha, okay. Ja, Rocky, endlich. Ja, habe ich mir gedacht, sieht man ja auch. Wenn die Branche runtergeht, der geht es ja total gut. Die machen richtig Kohle. Ja, und dann hat der Steven mich halt verlinkt hier. Daniel, schau mal bitte, wie unbeliebt unsere Branche ist, kannst du dazu einen Podcast aufnehmen? Ja, habe ich gerade gemacht. Hier ist die Reaktion darauf. Habe ich sehr gerne gemacht. Marina schreibt nur Lach. RBY. Regen ist nass. K.
KA Berlin 2019. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, wenn die Bedingungen human gestaltet sind, kann Zeitarbeit für viele Menschen hilfreich sein, ja, Jobs zu bekommen, an die sie zuvor nie gekommen wären. Ich habe sogar etwas mehr verdient als zuvor als Festangestellter. Es kommt immer darauf an, das Problem ist, wenn man vom Jobcenter vom ersten Tag an genötigt wird, dort anzufangen. Da gelangt man schnell an dubiose Leiharbeitsfirmen. Gut, klar, ist schon richtig, du musst schon gucken. Also ich kenne auch Zeitarbeitsfirmen, wo ich nicht anfangen würde, aber ich kenne auch ganz viele Zeitarbeitsfirmen, die ich sehr gut empfehlen kann, wo ich weiß, die machen einen guten Job. Ja, und auch da gibt es Leute, die, das steht und fällt ja auch mit den Mitarbeitern. Ja, wenn du bei einem Bäcker einkaufen gehst, gibt es auch nette Bäckereifachverkäuferinnen oder nette Bäckereifachverkäufer. Ja, und weiß ich, was ich noch, oder Einzelhandels, großen Außenhandelskauf, Leute, die das da machen, die halt im Einzelhandel auch tätig sind, gibt es. Ja, es gibt die, wo du nicht gerne einkaufen gehst, und dann gibt es die, wo du gerne einkaufen gehst, und das gibt es auch in der Zeitarbeit. Aber in der Zeitarbeit wird oft gesagt, da gibt es nur schlechte. Ja, das ist einfach so, so pauschalisieren, so pauschale Aussagen mag ich nicht, bin ich kein Freund von. Franco. Das sind die größten Gauner, die gehören verboten. Ja, dann hat noch einer verlinkt und das sind so die Reaktionen. Ja, das soll es auch gewesen sein, das wollte ich ein bisschen mit euch teilen. Ist halt immer sehr einseitig und wirklich den Zeitarbeitsfirmen sowas richtig Schlechtes zu wünschen, das heißt doch automatisch, dass du denen auch die Mitarbeiter, die da beschäftigt sind, auch nicht den Job gönnst, auch wenn die zufrieden sind. Und da sind zahlreiche zufrieden. Allein von den 10.000, die bei Randstadt abgebaut wurden, sind bestimmt 8.000, 9.000 echt traurig, dass sie keinen Job mehr haben, wenn nicht sogar noch mehr. Da einfach pauschal sagen, boah, die sind ja erlöst, dass wir uns freuen, dass die nicht mehr da arbeiten, sondern wieder zum Arbeitsamt müssen, zum Jobcenter müssen, sich neu bewerben, müssen sich umorientieren, haben jetzt wieder die Chance auf den großen Arbeitsmarkt. Auch die hätten doch, wenn sie eine Alternative hätten und wenn der Markt so toll ist und ihr alle Alternativen habt, dann hätten die sich doch auch woanders bewerben können und hätten doch woanders hingehen können. Aber wenn sie Alternativen haben und dann gibt es doch die alternative Zeitarbeit und sie gehen trotzdem in die Zeitarbeit, dann muss doch auch irgendwas da richtig gemacht werden. Da kann doch nicht alles nur schlecht sein. Ist doch nicht so, dass bei Randstadt 40.000 Menschen arbeiten, die alle bescheuert sind. Das ist doch Blödsinn. So, ich habe mich genug aufgeregt. So, das ist meine Reaktion. Steven, vielen Dank für den Blutdruck, den du mir bereitet hast. Ich wünsche euch viel Erfolg. Gebt weiterhin Gas. Seid positiv, denkt positiv. Setzt Leasing, Baby. Ja, wenn ihr Lust habt, Mastermind, meldet euch gerne. Tragt euch ein auf die Liste. Dann setze ich euch da drauf und am 1.9. geht's los. Und ansonsten lasst uns in den Austausch gehen. Wenn ihr irgendwas habt, wo ihr seht, oh, da ist ein Shitstorm, das ist interessant, da sollte Daniel mal drüber berichten. Verlinkt mich gerne und dann kümmere ich mich darum. Ja? Okay. Danke dir, dass du so lange dran geblieben bist. Wir haben hier wieder, was haben wir hier? 29, 28 Minuten mit Intro und so. Ja, fast 29 Minuten. Ja? Ich bin raus. Ciao. Der Podcast wird unterstützt von der TKAD Personalberatung, ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.